Ja, hallo zusammen und willkommen zum 10. Türchen. Yo, diesmal möchte ich euch wieder was für die PlayStation 2 vorstellen, und zwar ein Skateboard-Spiel, yo. Denn 2002 kam Konami auf die Idee zu sagen, hör mal, wenn so Tony Hawk läuft ja gar nicht mal so schlecht an, sollten wir denn nicht auch mal versuchen, ein Skateboard-Spiel zu machen? Und ja, das war der Grund, warum Evolution Skateboarding, so der Name des Spiels, geboren worden ist. Ich hab's nie gespielt, ich kenne nur von Metal Gear Solid Substance, ne? Also Metal Gear Solid 2 ist ja rausgekommen, dann gab's da nochmal eine verbesserte Version, in Anführungsstrichen, die auch wirklich besser war, muss man dazu sagen, namens Substance, mit extra Inhalten, inklusive auch einem kleinen, ja, Bonusspiel, was dann halt Skateboarden betrifft. Und ja, wahrscheinlich haben sie auf dieser Basis entweder dieses Spiel entwickelt, oder es war umgekehrt, weil ich glaube, Substance kam nach diesem Spiel erst raus. Die haben diese, ich nenne es mal Engine, genommen und haben das dann in die Metal Gear-Welt verfrachtet. Yo, gab damals zwei Strecken, aber was ich hier in diesem Spiel mal super interessant fand, ich hatte das ja auch damals in Spielzeitschriften gesehen, soll wohl nicht an die Qualität von Tony Hawk rangekommen sein, also bei weitem nicht, das hat jetzt aber auch keine super schlechten Bewertungen gehabt, war halt so 70-75% meistens. Es hat halt so ein bisschen Story-Charakter, ne? Das ist nämlich genau das, was da rechts steht, Mission-Based Stages, ne? Also das heißt, es gibt dann Missionen, die man erfüllen muss. Gut, die gibt es natürlich auch bei Tony Hawk, aber es gibt ja zum Beispiel auch Bossgegner und alles. Oh mein Gott, sind das alles richtige Skater jetzt hier? Das sieht schon ein bisschen aus wie Tony Hawk. Ach komm, wir nehmen den hier. Zack, passt schon. Ich habe das noch nie gespielt, das Spiel, keine Ahnung. Ah, komm, Mission List. Score Hidden Grind Collection Unique. Okay, also es ist grundsätzlich genauso. Ja, wir fangen einfach mal an, oder? Ich schätze, wir werden das Spiel lernen. Ja, also grundsätzlich ist es offensichtlich dann doch ziemlich Tony Hawk nachempfunden, ne? Weil man hat gesehen, okay, wir müssen eine Kombo machen, wir müssen Punkte sammeln. Dann gibt es noch irgendwas Verstecktes, was man finden muss. Ich bin auf jeden Fall mal mega gespannt, was das hier zu bieten hat, das Spiel. Weil ich kenne es wirklich gar nicht. Wie gesagt, nur von der Zeitschrift. Und es hat mich damals sehr gereizt, aber irgendwie habe ich dann doch sowieso generell das Interesse so ein bisschen an Skateboard-Spielen verloren. Da kam erst mit den Let's Plays wieder. 8000 Punkte, Hit im Item, 100 Meter grinden, 3 Glocken sammeln und Shut off the Fountain Valves. Okay. Irgendwelche Brunnen. Wie geht das? Uiuiui. Okay. Scheiße. Moment. Ach, du Heiliger. Okay, es ist sehr langsam. Das darf ich schon mal sagen. Das ist auch übrigens die US-Version, das heißt, die müsste eigentlich sogar noch schneller sein. Okay, jetzt muss ich aber einmal gucken, wie ich überhaupt hier mich drehe und so. Moment. Oh mein Gott. Boah. Alter, das ist alles so echt, als wäre ich auf dem Mond. Ne? Unglaublich. Manual? Weiß ich nicht, ob ich das kann. Oh mein Gott. Was habe ich denn jetzt gemacht? Da ist irgendwas aufgeblunken. So, okay, Moment. Ah, guck mal. Da war schon mal eine Glocke. Wie schön, wie schön, wie schön. Ich weiß nur nicht, wie man Tricks macht. Das ist echt gerade ein bisschen das Problem, was ich habe. Ich habe immer noch genug Zeit. Also ich habe relativ viel Zeit sogar. Alter, dass man immer nach vorne zeigen muss, um nach vorne zu kommen. Das ist für mich noch ein bisschen irritierend tatsächlich. Ich weiß trotzdem nicht, wie man sich dreht. Was? Score? Wie? Ich hab's schon fertig. Wie hab ich das denn geschafft? Ah, okay. Das Unique-Ziel, das sind dann 7 Mal grinden. Ist in Ordnung. Stock 4 steht da oben rechts. Was ich aber ganz nice finde, wir haben da unten eine kleine Karte. Das ist wirklich cool. Das hilft auf jeden Fall. Ich dachte 7. Ich hab, da stand wohl doch nur eine 2. Ich hab keine Ahnung, Alter. Schön ist, dass man die Treppen hochklettern kann, weil die halt nur angedeutet sind. Sieht zwar grafisch natürlich aus wie Dresden 45, aber ist ja erstmal egal. Ah, okay, mit R2 dreht man sich, alles klar. Frage wäre dann nur, Alter, ist so langsam, ne? Die Frage wäre dann nur, wie mache ich Tricks, also so Grab-Tricks? Weil es funktioniert irgendwie, ne? Weil's, aber wahrscheinlich auch einfach nur, weil es das erste Level ist. Und wie komme ich aus der Halfpipe richtig gut raus? Wie kriege ich Höhe? Okay, Ollie North habe ich gemacht, schön. Ah, okay, man muss irgendwie. Also, jetzt wird es kompliziert, ne? Um sich zu drehen und einen Grab-Trick zu machen. Muss man. Jetzt haltet euch fest. Uiuiui.
kann gerade nicht reden, tut mir leid. Man muss quasi es wie bei Tony Hawk machen. Irgendwie links und Kreis zum Beispiel drücken. Und dabei, Entschuldigung, Taube. Und dabei die R2-Taste oder L2-Taste gedrückt halten, um zu bestimmen, in welche Richtung man sich dreht. Also, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das so, ja, so leicht von der Hand geht. Ach, man muss nach vorne zeigen, Gas zu geben. Das ist auch eine Sache, die muss ich echt erstmal lernen. Aber hey, wir haben auf jeden Fall genug Ziele erfüllt, um das nächste Level freizuschalten, oder? Hallo? Entschuldigung. Vielleicht kriegen wir die Glocken ja auch noch hin. Lasset die Glocken läuten. Auch nicht. Oh, das ist ja wirklich eine Glocke. Aber es wird, glaube ich, erst die zweite sein, ne, die wir jetzt haben. Ja. Leider, ja. Ist da oben? Okay, da oben ist die letzte Glocke offensichtlich. Alter, verwirrend. Also man kann es locker, glaube ich, schaffen. Okay, hinten haben wir nicht. Aber ist egal, es reicht fürs nächste Level. Weil da möchte ich auf jeden Fall jetzt gerne nochmal reinschauen. Also interessant, es funktioniert zwar irgendwie das Spiel, ne? Aber es ist gar nicht so einfach zu steuern. Da muss man sich erstmal wirklich dran gewöhnen. The next stage has been unlocked. Dankeschön. Ja, ich weiß, ich hab... Nee, ja, bitte. Ich kann nicht speichern, möchte auch nicht speichern. Also das finde ich halt immer ganz geil. Also vor allem, wenn man es jetzt natürlich zig Jahre später betrachtet. Weil ich finde, so kann man hier und da vielleicht echt mal eine Perle herausfinden. Weil klar, wenn man sich mal natürlich dann immer in die Zeit zurückversetzt. Ja, ist okay. Jetzt haben wir noch was anderes. Irgendwie Impression haben wir jetzt noch ein Ziel. Keine Ahnung, was das heißt. Ja, wenn man sich natürlich mal in die Zeit zurückversetzt, ne. Das war zum Zeitpunkt, da kam Tony Hawk 4 raus. Und Tony Hawk 4 war, ich meine, das war 2002, glaube ich. Tony Hawk 4 war ein Tony Hawk, das war halt ein Open-World-Tony Hawk, mehr oder weniger, ne. Und dann hat halt Konami versucht, natürlich in der Zeit auch einen Vollpreistitel, das ist nämlich das Entscheidende auch, rauszubringen, der da irgendwie versucht hat, dagegen anzustinken, ne. Aber, gut, es bietet auf jeden Fall nicht die Dynamik, ne. Also man kann sich damit auf jeden Fall anfreunden. Man kann sich an die Steuerung gewöhnen. Ich habe damit, glaube ich, auch nur so Probleme, weil ich halt nur Tony Hawk kenne. Ich habe ja auch Skate und sowas so gut wie nie gespielt. Und, uiuiui. Aber vom Grundsatz her, ich finde das von der Idee her eigentlich ganz geil. Also mit Bosskämpfen so einen Skateboard-Titel zu machen und so. Der auch jetzt nicht so überdreht ist wie so ein Tony Hawk. Das war ähnlich unrealistisch, wenn man sich das mal so anguckt. What the... Aber es geht schon irgendwie, es geht schon. Ne? Also man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Man hat auch irgendwie die Möglichkeit, hier Special Grinds zu machen, offensichtlich. Oder Special Tweaks. Und tschüss. Ha! Lustig. Kann man die Grinds hier wirklich noch erfüllen. Wow. Auch nicht schlecht. Aber guck mal, die Ziele sind sogar noch hier sogar angezeigt auf dem Radar. Das finde ich auch echt nice. Dann geht es dann vielleicht auch mehr darum, oder weniger darum, die Sachen zu finden, sondern eher sich zu überlegen, okay, wie komme ich an die Sachen dran? Das hat mir bei Tony Hawk eigentlich auch immer schon ziemlich geil gefallen. Dass man immer gesehen hat, okay, da oben ist was, ne? Aber wie komme ich da jetzt hin? Uiuiui, hallo. So, Collection 1 von 4 haben wir schon mal. Oh, scheiße. Aber wie gesagt, nach vorne zeigen wir Gas. Nicht nur X gedrückt halten, wie bei Tony Hafke. Wow. Was zum... Schalter-Chance? Was ist das? Heißt das, ich soll in einem Trick jetzt so viele Punkte machen, oder was ist es, 2500? Ich weiß doch nicht. Nein! Ah, guck mal, eine Kiste. Bums! So, da wäre nur noch einer. Und... Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Oh, fuck you. Not quite there. Hä? Ich mal umfahren, du Sack? Mach die Pixelchen. Break the camera. Wow! Okay, aber guck mal, wir können auch ein bisschen grinden. Grind mission completed! Yeah, yes, yeah. Wow! Hallo, Pool. Na, alles Paletti? Kleinen Mouse Grab. Ah, guck mal, da haben wir jetzt auch nochmal so ein... Was ist denn überhaupt? Was haben wir wieder überhaupt ein? Ja, guck mal, Collection Mission haben wir jetzt schon mal geplant beendet. Hust, hust. Ah, da können wir sogar vielleicht noch mal... Genau. Dank der... Und da oben ist das Hidden Gerät wahrscheinlich. Kommen wir da noch hin? Ich bezweifle es fast. Okay. Oh, alle, ja.
Scheiße. Ah, wir schaffen das schon irgendwie. Kann ich nicht da rein? Sieht so offen aus, oder? Bäh. Okay, sowas kann man hier auch machen. Das ging bei Tony Hawk nämlich auch nicht. Nee, man kann da, glaube ich, nicht rein. Schade, schade. Ui. Mein Gott. Alle Jahre wieder, echt. In jedem Adventskalender, wo ich so einen Fun-Sport-Titel mache, das war bei BMX XXX, war das so. Bei Street Skater war das so. Das sieht echt aus wie Paralympics, was ich hier mache. Und ich bin so schlecht in Tony Hawk gar nicht, behaupte ich mal. Es gibt natürlich deutlich bessere Spieler, keine Frage, ne? Okay. Bums. So. Okay. Einen kleinen Trick können wir vielleicht noch machen. Nein, können wir nicht. Ah, vielleicht brauchen wir 25.000 Punkte. Wer weiß. Ja, habe ich nicht erreicht. Schade. Aber hey, wir haben... Achso, wir haben die Score eh schon erreicht gehabt. Ja, sauber. Perfekt. Gut. Da gab es gar kein Hidden-Ding. Okay, auch nicht schlecht. Nee, aber ich finde das eigentlich gar nicht so scheiße, das Spiel. Man müsste sich da natürlich erstmal heftigst dran gewöhnen. Weniger darum, weil das Spiel sich so schlecht steuern lässt, sondern vielmehr darum, dass ich bei mir erstmal selbst Tony Hawk rausprügeln muss, um das zu rallen. Aber grundsätzlich, also für mich ist auf jeden Fall ein Aspirant, das vielleicht auch immer mal als Let's Play zu machen, ne? Weil das wirkt jetzt auch nicht, als wenn das jetzt so ein 80-Stunden-Spiel wäre, ne? Wenn es jetzt dann wirklich erstmal nur darum geht, die Ziele fertig zu machen und alles. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber gut, eins nach dem anderen. Also mir hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen, das Spiel. Ich wäre jetzt schon fast verführt, jetzt weiter zu zocken, aber nee. Ich mache momentan noch Sinking City und dann, wie gesagt, immer bin ich wieder bei PlayStation 2, dann kann ich mir das auch nochmal überlegen. Gut, also danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns ja morgen vielleicht schon beim nächsten Türchen wieder. Also, bis dahin. Tschüss.